Ich darf mich noch mal kurz vorstellen, Professor Alexander Beck. Ich bin seit 2007 hier im Jules-Spital als Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Haben ja 2012 das Institut für Sportmedizin und Sportverletzungen gegründet. Und 2014 bin ich Leiter des Endoprothetikzentrums des frisch zertifizierten Gewordens. 2017 sind wir, wie Sie alle wissen, eins im Klinikum Würzburg-Mitte nach der Kooperation und dann Fusion mit der Missionsärztlichen Klinik. Kurz zum Inhalt meines Vortrages. Es geht um die Hüftprothese, die Prothesenplanung, die Operationstechnik. Wir haben hier zwei verschiedene Vorgänge. Wir haben die Vorstellung von verschiedenen Prothesenarten. Ich will kurz etwas zu Verhaltensregeln sagen und auch Ihnen erklären, wie Sie zu einem Termin kommen. Die Röntgendiagnostik ist neben den Beschwerden das wichtigste bildgebende Verfahren, was wir brauchen. Sie sehen hier auf diesem Bild eine schwere Arthrose des rechten Hüftgelenks im Gegensatz zum linken, wo Sie noch einen Gelenkspalt sehen. Aber hier im rechten Hüftgelenk ist der Gelenkspalt völlig aufgebraucht. Wir brauchen also eine Beckenübersichtsaufnahme als erstes, die wir immer mit einer sogenannten Planungskugel durchführen lassen, um hier eine eindeutige Größenzuordnung zu haben, um dann später hier eine Prothese mit einem Computerprogramm einzuplanen, um bereits vorab zu wissen, welche Größe für Ihren Knochen passend ist. Selbstverständlich haben wir alle Prothesen hier in mehrfacher Ausführung in allen Größen im Haus, aber gerne planen wir das vorher, um zu sehen, wie gut auf dem Röntgenbild diese Prothese in Ihren Knochen reinpasst. Der ursprüngliche Zugang und der Zugang in der Revisionsendoprothetik ist in unserem Haus der sogenannte laterale Zugang, ein Standardzugang, der Zugang nach Bauer, nach einem Österreicher in Innsbruck beschrieben, der dort Ordinarius für Orthopädie war. Er ist insbesondere gut für schwergewichtige Patienten, bei schlechten Hautverhältnissen in der Leiste und insbesondere auch für die Revisionsendoprothetik, also wenn Sie mal einen Wechsel brauchen. Wir haben aber Nachteile dieser konventionellen Operationstechnik. Wir haben einen größeren Weichteilschaden, dadurch auch einen größeren Blutverlust. Es müssen intakte Muskel- und Sehnengewebe abgetrennt werden und die Patienten haben mehr Schmerzen nach der Operation und sind schlechter initial mobilisierbar. Darüber hinaus gibt es eine höhere Luxationsgefahr, also ein Herausspringen des Kunstgelenkes und später anhaltende Schmerzen über dem großen Rollhügel. Aus diesem Grund haben wir uns im Jahr 2008 bereits dazu entschlossen, die minimalinvasive Operationstechnik in der Armistechnik, also in Anterior Minimal Invasive Surgery, durchzuführen. Wir nutzen hier die natürlichen Grenzen zwischen zwei Muskelgruppen und gehen hier quasi wie durch ein Scheunentor ein. Das Gute an diesen Muskeln ist, dass sie jeweils von außen bzw. hier von innen auch mit Gefäße und Nerven versorgt werden, sodass wir hier eine genuine Lücke gefunden haben, wo wir reingehen. Dadurch haben wir keinen unnötigen Weichteilschaden und mit dieser Technik sind bereits über 2500 Operationen in unserem Haus durchgeführt worden. Die Lagung erfolgt auf einem speziellen Beinhalter. Dadurch muss auch das Bein nicht groß umgelagert werden. Das ist dieser spezielle Beinhalter, der von dem Prothesenhersteller der Firma Medacta, einem Schweizer Prothesenhersteller, hergestellt und entwickelt wurde und hier in unserem Haus vorhanden ist. Weitere Informationen zeige ich Ihnen hier auch, können Sie auf der Homepage der Firma Medacta, die auch sehr schöne Erklärvideos hier vorherhältig hat, bekommen. Das ist dann die Lagerung im Operationssaal. Sie sehen hier mit einer durchsichtigen Folie wird der Patient mit einem Vertikaltuch abgedeckt und Sie sehen hier ist der Oberschenkelknochen, hier geht es zum Knie runter und hier wird dann der spätere Inzision sein. Sie sehen diese Inzisionen, die haben hier maximal 7 bis 7,5, vielleicht auch mal 8 Zentimeter und Sie sehen hier einen sehr guten Zugang hier ist bei einliegendem Kraft, der bereits hier eingebracht wurde. Was ist der Vorteil? Wir, wie gesagt, haben keine Durchtrennung von Muskel- oder Sehnengewebe. Wir haben eine deutlich geringere Luxationsgefahr.
wir haben einen geringeren Blutverlust und wir haben eine Reduktion der postoperativen Schmerzen und damit auch eine sehr viel frühere Mobilisierung. Darüber hinaus ist das Ergebnis kosmetisch sehr ansprechend. Was sind Nachteile? Nachteile sind, dass nicht alle großen Eingriffe, also insbesondere Wechseleingriffe, durch diesen Zugang gemacht werden können. Nachteile sind, wenn Patienten einen Leistenpilz oder eine Intertrigo in der Leiste oder in den Bauchfalten haben, die nah sind am Zugang, und extrem schwergewichtige Patienten, weil hier sich sehr häufig die Bauchschürze über den Zugang hinwegwölbt. Kommen wir nun zu den verschiedenen Prothesenarten. Alle diese Prothesen können kombiniert werden mit verschiedenen Werkstoffen. Hier können Keramikwerkstoffe zum Einsatz kommen, es kommen Stahlwerkstoffe, es kommen Metalllegierungen zum Einsatz und es kommen Titanlegierungen zum Einsatz. Die Duokopf-Prothese ist die Prothese für den älteren, teils schon bettlägerigen Patienten, insbesondere bei Frakturen des Schenkelhalses. Sie sehen hier, dass überhaupt nicht die Hüftpfanne ersetzt werden muss, sondern ein Großkopf in genau der Größe reinkommt, wo der ehemalige Kopf drin war und dann hier ein Schaft einzementiert wird. Wir haben hier eine kurze Operationszeit, einen geringeren Blutverlust und dies lässt sich ganz gut machen bei einem wesentlichen Gelenkverschleiß. Aber die Patienten sollten keine Lebensdauer über 5 oder 10 Jahre noch erwarten, weil dann manchmal die Beschwerden durch dann Abnützen des Restgelenkes vermehrt werden. Hierzu haben wir dann die zementierten Totalendoprothesen. Hierbei wird sowohl die Pfanne ersetzt, aber auch zementiert und der Schaft zementiert. Dies setzen wir ein bei älteren Patienten mit relevanten Vorerkrankungen, die eine direkte Vorbelastung brauchen. Auch hier die Pfanne aus Polyethylen und der Kopf normalerweise aus Chrom-Kobalt-Legierung, also eine Stahllegierung. Die etwas jüngeren Patienten im Patientenalter zwischen 65, 70, teilweise auch bis 75 Jahren, je nach biologischem Alter mit guter Knochenqualität, bekommen bei uns üblicherweise eine zementfreie Pfanne und der Schaft wird teilweise zementiert, je nachdem, wie gut die Knochenqualität ist. Das nennt sich dann eine Hybridprothese, also die Pfanne zementfrei und der Schaft zementiert. Auch hier verwenden wir ein Inlay aus hochvernetztem Polyethylen und den Schaft kann man entweder in einer Chrom-Kobalt-Molybden-Legierung, also eine Stahllegierung, oder in Porzellan machen. Und die ganz jungen Patienten, die 65 Jahre, 70 Jahre und jünger sind, die bekommen eine zementfreie Totalendoprothese. Nachteil, sie müssen teilweise manchmal je nach Knochenqualität noch 6 Wochen teilbelasten, aber viele Patienten können auch schon vollbelasten, wie in diesem Fall, wenn der Schaft sehr gut sitzt. Hier haben wir üblicherweise einen Keramikkopf, setzen wir ein in Kombination entweder mit einem Inlay aus Keramik oder einem Inlay aus hochvernetztem Polyethylen. Und mit dieser eher kürzeren Variante haben wir auch eine knochensparende Schaftvariante mit unserem sogenannten Armistem. Kurz zu den Verhaltensregeln. Wenn Sie dann ein künstliches Hüftgelenk haben, Sie sollten über 90 Grad im Hüftgelenk für 3 Monate nicht beugen. Sie sollten die Beine nicht übereinander schlagen. Sie sollten tiefe Hocke, tiefes Bücken vermeiden. Auch Yoga ist hier am Anfang nicht anzuraten. Sie sollten eine leichte Sitzerhöhung oder eine Toilettensitzerhöhung verwenden. Das Schlafen in Seitenlage mit Kissen sollte zwischen 6 und 12 Wochen erfolgen. Und Sie sollten bei langen Autofahrten ab und zu mal eine Pause einlegen, um nicht zu lange Schonhaltungen zu vermeiden. Keine schweren Lasten tragen und das Autofahren bitte erst bei gesicherter Vollbelastung, denn hier ist es ganz wichtig für Ihren Versicherungsschutz. Für Flugreisen bekommen Sie von uns aus kennlich einen Endoprothesenpass, den Sie mitnehmen können. Wenn Sie ansonsten zum Zahnarzt müssen oder sonst irgendwelche Infekte haben, sei es mal ein Harnwegsinfekt, sollte unbedingt eine Antibiotikaprophylaxe erfolgen, dass die Hüftprothese nicht kontaminiert wird. Offene Wunden müssen immer korrekt behandelt werden und schnellstmöglich antiseptisch behandelt werden, gegebenenfalls auch mit einer Antibiotikatherapie, um Ihr Kunstgelenk zu schützen.
Kommen wir nun kurz noch zu den Terminen. Privatpatienten können sich werktags über mein Chefarztsekretariat bei Frau Wohlfahrt zwischen 8 und 16 Uhr anmelden und Termine werden vergeben, sowohl vormittags wie auch nachmittags nach individueller Vereinbarung. Wir haben aber auch eine endoprothetische Beratung jeden Mittwoch zwischen 13 und 15 Uhr. Hier können Sie mit Ihren Fragen kommen, die Sie eventuell vor einer Operation noch haben. Hier können Sie telefonisch unter der Telefonnummer Würzburg 3932630 oder hier auch per E-Mail anfragen. Weitere Infos sehen Sie in unserem Endoprothetikzentrum auf der Homepage kwm-julospital.de. Unter Fachzentren finden Sie unser Endoprothetikzentrum oder auf der Internetseite wieder Schritt halten. Ich bedanke mich recht herzlich. Abschließend möchte ich Ihnen noch ein Bild von unserem wunderschönen Gartenpavillon geben. Im Vordergrund sind Krokus, ein Bild aus dem Frühjahr. Diese wurden gespendet von einem dankbaren Patienten unserer chirurgischen Klinik, der über 6.000 Krokusse gespendet hat, die jetzt nun uns allen zugutekommen. Unsere fleißigen Gärtner haben die eingesetzt. Und mit diesen Krokussen erfreuen wir uns jedes Frühjahr. Und wir hoffen bald, dass unsere Patientenfortbildung auch wieder im Gartenpavillon stattfinden können und insbesondere auch unser Park wieder der Öffentlichkeit nach der Corona-Krise geöffnet wird. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.